Zwischen den Welten. Die Abenteuer der Seele. Der Kampf zwischen Isabel und ihren Verwandten dauerte lange. Doch sie konnten den Geist dieses Mädchen nicht brechen. Schließlich kam ihnen ein hinterhältiger Plan, wie sie ihren Willen brechen und sie zu einem gehorsamen Hund machen könnten, der auf ein Fingerschnipsen all ihre Befehle ausführt. Eines Tages, als Isabel das Ritual Dharma Lakshana durchlief und alle Stufen des menschlichen Lebens durchlebte, stürmte ihr Vater mit den Sanitätern aus der Psychiatrie in ihr Zimmer. »Da ist sie! Seht, sie ist verrückt geworden! Nehmt sie mit ins Krankenhaus! Sie braucht ärztliche Hilfe!« Die Sanitäter griffen nach Isabels Armen, um sie zum Auto zu bringen. »Fasst mich nicht an! Mir geht es gut!« »Hört nicht auf sie! Sie hat hier solche Sachen gemacht! Sie will sich das Leben nehmen! Sie muss behandelt werden!« Die Sanitäter fesselten Isabel und zerrten sie aus dem Haus. »Ich bin ein freier Mensch! Ihr habt kein Recht, mich in die Irrenanstalt zu stecken!« Aber niemand hörte auf sie. Sie kämpfte und kratzte jedoch weiterhin. Und sie bekam eine Spritze. Sie spürte, wie ihr Körper nicht mehr auf sie hörte und sie in Schlaf fiel. Sie erwachte in einem Beobachtungszimmer auf einer Liege liegend. »Wo bin ich? Was ist mit mir passiert?« Isabel erinnerte sich mit Entsetzen an alles, was passiert war. Sie beschloss, den Ärzten nicht mehr zu widerstehen, sondern mit List zu fliehen. Ihr fiel das Lied der Mahamudra über die Irrenanstalt ein.
In der Zwischenzeit holte der Vater einen Attest von den Ärzten, rannte zur Polizei und begann eine Anzeige gegen den Meister und andere Teilnehmer der Sampo-Schule und des Yoga zu schreiben, dass sie seine Tochter in den Wahnsinn getrieben hätten und zur Verantwortung gezogen werden sollten. Isabel bekam sehr starke Injektionen, durch die sie aufhörte, etwas zu begreifen und in einem sinnlosen Zustand umherlief, den Kopf hängen ließ und ihre Beine schleifte. Ihre Augen starrten auf einen Punkt und ihre Zunge begann herauszuhängen. Sie hatte das Gefühl, dass sie für immer dumm bleiben würde, wenn das so weiterging. Jan beobachtete all dies mit Schmerzen. Er und seine Freundinnen schmiedeten einen Plan, um Isabel zu helfen. Als der Arzt ihr eine weitere Spritze geben wollte, verwirrten sie seine Gedanken und er nahm statt des Medikaments Glukose und injizierte es dem Mädchen. Allmählich kam sie zur Besinnung und ein Gedanke klang in ihrem Kopf. Lauf! Ihre Freunde übermittelten es ihr fleißig und pumpten mit dieser Botschaft nacheinander Energie in die Phantome. Der Schlüssel ist in der Tasche der Krankenschwester. Irgendwie muss ich ihn stehlen. Ohne jemandem zu zeigen, dass sie wieder bei Sinnen war, torkelte sie genau so wie zuvor mit fließendem Speichel und einem sinnlosen Gesichtsausdruck durch den Korridor. Die Freunde schläferten die Krankenschwester ein und sie döste auf dem Sofa beim Fernseher. Isabel näherte sich von hinten und zog vorsichtig den Schlüssel aus der Tasche ihres Kittels und ging zur Tür. Als sie die Tür öffnete, trat sie auf das Treppenhaus und rannte die Treppe hinunter. Als sie aus der Abteilung kam, wurde sie von einem Sanitäter gesehen. Wohin gehst du denn? Ohne darauf zu warten, dass er sie packte, rannte Isabel zum Zaun und begann darüber zu klettern. Aber der Pfleger rannte herbei und packte sie am Gewand. Sie fing an, sich loszureißen, zerriss ihn und sprang auf die andere Seite. Der dicke Kerl kletterte nicht hinterher, aber beim Weglaufen verlor sie ihre Pantoffel. Und nun blieb ihr nur ein Teil ihres Gewands, der kaum ihren Körper bedeckte. Beschämt über diese Kleidung versuchte sie, niemandem zu begegnen und beschloss, unauffällig nach Hause zu gehen, um Sachen zu holen. Sie schlich durch die Gärten und näherte sich dem Haus. Durch die Fenster spähend bemerkte sie, dass niemand da war und kletterte durch das Oberlicht in ihr Zimmer und begann, sich umzuziehen. Da kam ihr der Gedanke: Geh nicht, es ist gefährlich. Es waren Jan und seine Freundinnen, die bemerkten, dass ihr Vater auf das Haus zuging. Er wurde aus dem Krankenhaus angerufen und sprang ins Auto, um zum Haus zu rasen. Aber Isabel wischte diesen Gedanken weg, da sie sich noch nicht vollständig angezogen hatte und ihre Lieblingssachen mitnehmen wollte. Doch dann hörte sie Schritte. Ihre Tür wurde aufgerissen und der wütende Vater stürmte ins Zimmer. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.